Herzlich willkommen, hier ist Bayreuth. Alle, die jetzt zuschauen, begrüßen wir ganz, ganz herzlich hier zur Pressekonferenz mit unserem Coach Thomas Kleine. Hallo Tommy. Hallo zusammen. So, der Wahnsinns-Auswärtssieg in Osnabrück, auch nach Rückschlägen. Hast du die Stimmung hochgehalten in der Mannschaft? Aber ich glaube, gerade nach diesem Finish war die Stimmung ganz besonders gut, mal ganz platt formuliert. Ja, war auf jeden Fall gut, die Stimmung. Dementsprechend war die Rückfahrt auch angenehmer, als wenn man auswärts verliert. Das ist ganz klar. Haben wir uns letztendlich dann erarbeitet. Aber das Spiel haben wir dann auch schnell abgehakt und sind dann auch frühzeitig und so wie wir es jede Woche machen, in die Vorbereitung gegen Zwickau gegangen. Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Boden und das nächste Endspiel steht an und das wird schwer genug. Am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen den FSV Zwickau. Erstmal sind alle Mann an Bord. Wer fehlt? Wie ist die aktuelle personelle Situation? Wir haben fast alle Mann an Bord. Dennis Lippert ist die Woche eingestiegen, ist jetzt noch keine Option für Samstag, sonst sind alle an Bord. Zwickau aktuell Vorletzter. Ich glaube, die letzten beiden Spiele haben sie verloren, allerdings zu Hause gegen den Tabellenführer Elversberg. Und in Duisburg, da kann man verlieren. Vorher gab es auch einen Auswärtssieg in Halle. Was macht Zwickau so gefährlich, gerade in der Liga, in der jeder jeden schlagen kann? Ja, ich glaube, man muss erstmal einen Blick auf die Tabelle und dann sehen wir und wissen alle, wie eng das unten ist. Also das können wir alles auch sehr gut einschätzen. Wir wissen auf uns bezogen, dass es ein harter Weg wird. Den geben wir gerne und werden auch weiter um jeden Punkt kämpfen. Wissen aber auch ganz klar, dass mit Zwickau eine sehr erfahrene Mannschaft kommt, die jetzt auch seit 7 Jahren in der dritten Liga ist. Also die auch wissen, wie Drittliga-Fußball funktioniert und die es die Jahre dann auch immer geschafft haben, die Liga souverän zu halten. Haben jetzt einen neuen Trainer, der die Woche gekommen ist. Von daher muss man auch immer schauen, was auf uns zukommt. Mit Ronny Thielemann, dem ich zusammen Fußballlehrer gemacht hat, einen sehr guten Trainer, den sie geholt haben, der auch schon lange dabei ist, der weiß, wie der Fußball funktioniert in der dritten Liga, hat auch wirklich viel Erfahrung und ein Trainer, den ich menschlich und auch fachlich sehr gut schätze. Also von daher machen wir uns auf einen richtig gefährlichen Gegner, bereiten wir uns vor. Und wenn man die letzten Spiele sieht, das hat man schon gegen Elversberg gesehen, Zwickau, die bis zum 1-0 60, 70 Minuten lang sehr gut gemacht haben, die bessere Mannschaft auf dem Feld war, die große Chance auch gehabt, in Führung zu gehen, können wir das schon ganz klar einschätzen, dass wir am Samstag eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust haben. Ihr habt ja einen Matchplan für jeden Gegner, den wollen wir auch nicht verraten, aber kann man ein bisschen was zur taktischen Ausrichtung sagen jetzt am Samstag gegen Zwickau? Ja, ich glaube, da ist wichtig, dass wir bei uns bleiben, wie wir es auch die letzten Wochen und die letzten Monate gemacht haben, dass wir immer gesagt haben, Fußball ist es so, dass wir uns immer weiterentwickeln wollen, nicht nur was das Körperliche angeht, sondern auch natürlich, dass wir defensiv gegen jeden Gegner, wirklich gegen jeden Gegner immer 110% geben müssen, sehr viel arbeiten müssen, um es den Gegner schwer zu machen, Chancen zu kreieren. Was uns aber dann auch in Osnabrück stark gemacht hat und das ist auch eine Entwicklung der letzten Woche, ist einfach das Spiel mit dem Ball, dass wir auch in schwierigen Phasen versuchen, Fußball zu spielen. Das wird einfach auch für Samstag wichtig sein, eine gute Mischung zu finden zwischen defensiver Kompaktheit, offensiv, aber auch Fußball zu spielen, aber auch so Fußball zu spielen, wie wir das für Samstag brauchen. Und ja, da haben wir uns natürlich auch einiges vorgenommen, werden das morgen im Training nochmal durchgehen und wollen den Plan dann am Samstag umsetzen. 3.000 Karten sind im Vorverkauf schon weggegangen. Wie wichtig wird der eigene Anhang sein, das eigene Publikum am Samstag? Ja, wie wir es gesagt haben, jetzt unabhängig von der Niederlage, die wir gegen Wien hatten, gegen eine gute Mannschaft, ist es einfach wichtig, hier zu Hause es dem Gegner schwer zu machen und natürlich mit unseren Fans zusammen hier einfach immer eine Atmosphäre zu schaffen, wo es den Gegnern einfach schwerfällt, Fußball zu spielen, wo die Gegner keine Lust haben, hier zu spielen. Das ist immer unser Ziel und dafür, das haben wir von Anfang an gesagt, brauchen wir jeden Zuschauer, brauchen wir jede Unterstützung, gerade auch in Phasen, wo es nicht läuft und das ist ganz normal, die wird es immer wieder geben, dass wir da zusammen auch eine Einheit präsentieren und weiter auf Punktejagd gehen. Das wünschen wir euch sehr. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, eure Fragen an Tommy. Jürgen Lenkheit, Bayreuther Sonntagszeitung.
Ja, Tommy, in der Hinrunde, erster Sieg damals gegen Osnabrück, dann folgte auch mit viel Optimismus die Fahrt nach Zwickau und es gab eine 0-2-Packung, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine bittere Niederlage. Hast gerade schon gesagt, ihr wollt bei euch bleiben, aber inwiefern habt ihr die Lehren aus der Hinrunde gezogen, dass sich die Ereignisse jetzt nicht wiederholen nach dem damals ersten Sieg und jetzt wieder Sieg gegen Osnabrück, dass ihr diesmal tatsächlich gegen Zwickau punktet? Ja klar, wir sind damals mit einem Sieg hingefahren nach Zwickau, muss aber ganz klar sagen, dass Zwickau in diesem Spiel gerade in der ersten Halbzeit ihre Erfahrung hat spielen lassen und in den entscheidenden Situationen auch aggressiver und zweikampfstärker war. So haben sie uns am Anfang auch das Leben sehr, sehr schwer gemacht und waren dann verdient in der ersten Halbzeit mit 2-0 in Führung gegangen, wo wir auch kein gutes Spiel gemacht haben in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir bis zu der roten Karte von Dennis Lippert haben wir gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, aber letztendlich spielentscheidend war die erste Halbzeit und so erwarten wir auch Zwickau, dass es ein Spiel gibt, wo es viel um den Zweikampf geht, auch von der Tabellensituation, wo es darum geht, dass wir als Mannschaft uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig unterstützen und ja, es Zwickau schwer machen, gegen uns Chancen zu erspielen. Das war im Hinspiel, haben wir es ihnen in den Situationen zu einfach gemacht und ja, wir sind froh, dass wir am Samstag die Möglichkeit haben, es besser als im Hinspiel zu machen. Noch Fragen? Ja, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Wünschen euch viel Glück am Samstag für dieses schwere Spiel. Das nötige Matchglück natürlich wie immer und alles Gute. Kommt bitte alle ins Stadion. Es gibt wieder Karten natürlich im Vorverkauf zu kaufen. Günstiger, ihr spart euch 2 Euro und auch Zeit an der Kasse über reservix.de. Also sichert euch eure Karten im Vorverkauf. Das wird sicherlich ein Fußballfest. Und es gibt noch einen Grund, auf jeden Fall ins Stadion zu kommen am Samstag, denn sie ist endlich fertig, die Vereinschronik der Spielvereinigung Bayreuth. 101 Jahre Oldstadt, also in meinen Augen fast 3 Kilogramm schwer, fast 800 Seiten. Also in meinen Augen die spektakulärste Vereinschronik, die es jemals gab im deutschen Fußball, gibt es erstmals zu kaufen am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Also kommt, zusammenhalten, Bereiter, die Oldstadt braucht dich. Kommt ins Stadion, dann sehen wir uns gegen Zwickau im Hans-Walter-Wild-Stadion und wünsche euch alles Gute. Dankeschön.